Schön, dass doch so viele noch hierher gekommen sind, nachdem es vor 5 Minuten etwas leerer aussah. Ja, Composer, na, gehen wir mal die Slides durch. Funktioniert's? Ja. Überwiegend. Mein lokaler Screen funktioniert nicht mit. Gut, muss ich hier schauen. Ja, über mich, ich bin Daniel Falke. Alles Wichtige, was es über mich zu wissen gibt, könnt ihr googeln. Ich arbeite momentan bei einem Shop direkt angestellt. So, die obligatorische Werbung ist auch erledigt. Und mir interessiert, das interessiert euch vermutlich dann schon nicht mehr. Also weiter. Composer. Irgendjemand, der nicht weiß, was Composer ist oder der dazu Fragen hätte. Kennen alle Composer. Gut. Also kann ich mir den Teil auch sparen. Ja, was ist dann? Ja. Was ist ein monolithisches Framework? Ja? Ah, ja, Composer ist ein sehr zwar einfach zu nutzendes System, aber wenn man es in bestimmten Kontext verwenden will und zum Beispiel ein Plugin oder ein Installer dafür schreibt, dann gibt es zwar die Möglichkeiten, die einzelnen Funktionen des Plugins und des Installers relativ einfach zu testen. Das Problem ist, dass du das ja für Pakete schreibst, dann die andere veröffentlichen. Und die Leute machen teilweise dann sehr interessante Dinge. Und um sicherzustellen, dass man zum Beispiel nichts kaputt macht für die existierenden Pakete, muss man entsprechend komplexe Testszenarien durchlaufen mit der aktuellen Composer-Version, mit direkt den Paketen, die es in der wirklichen Welt gibt und nicht nur mit ein paar selbst zusammengeschriebenen, weil es gibt dann sonst garantiert eine ganze Handvoll Fälle, die man ja übersieht. Ganz davon abgesehen, dass es besonders interessant dann wird, wenn man mehrere von diesen Paketen hat, das heißt eine Kombination von verschiedenen Paketen, die dann, ja, weil einige Leute denken einfach nicht, dass es auch andere Leute gibt, die solche Pakete dann reinstellen, und sowas muss man halt dann denken, wenn man einen Installer schreibt. Frage beantwortet? Achso, für die Zuhörer im Internet, die Frage war, wieso ist Composer hart zu testen? Ein monolithisches Framework kommt inzwischen immer seltener vor, weil halt alle es total toll finden, dass Dinge modular aufgebaut werden. Man hat aber trotzdem noch damit zu tun. Und da fragt man sich, was zeichnet ein monolithisches Framework aus? Monolithisch heißt halt, dass man für gewöhnlich das gesamte Framework und alles, was man anpasst, innerhalb eines Verzeichnisses macht. Das ist halt früher üblich gewesen, ist bei halt sämtlichen Projekten, sei es Send, Symfony, Magento, WordPress. Wenn man ein Template ändern wollte, dann machte man das direkt. Wenn man ein Modul geschrieben hat, muss man das halt direkt reinkopieren. Und man konnte halt die Sachen nicht einzeln benutzen, unabhängig voneinander. Was sind ein paar Seiteneffekte sind halt, dass es halt vorgegeben wurde, was halt in welchen Verzeichnissen die Sachen liegen, wie die Verzeichnisstruktur aufgebaut ist. Es wurden bestimmte Sachen vorausgesetzt, wie üblicherweise, dass ein MySQL vorhanden ist, dass das Temp-Verzeichnis an dieser am Ort liegen soll. Ja, als Beispiel im Work habe ich hier jetzt mal eins genommen, was ein paar Pfade definiert, wo halt Dinge dann, wenn man etwas hinzufügen will, zum Framework anpassen müsste. Es zeichnet sich halt dadurch in diesem Fall aus, dass es halt nicht, wenn man ein Modul schreibt, es nicht reicht, dass man in einem Verzeichnis das Modul reinpackt, sondern man hat direkt eine ganze Liste von Verzeichnissen, in die man halt verschiedene Dinge dann reinfügen muss. Wie ich später noch zeigen werde, mit Composer nicht ganz so schön zusammenarbeitet. Es gibt natürlich noch ein paar Verzeichnisse mehr, wo auch Sachen reingefügt werden mussten. Bei den eben genannten ist es halt nur auszeichnend,
dass es egal, was man als Modul machen will, man muss, diese vier Verzeichnisse mussten immer gefüllt werden. Das heißt, auch wenn man so einfache Dinge machen wollte, wie es soll nur eine schöne neue Box an der Seite angezeigt werden. Ja, da eine Datei rein, da eine Datei rein, da eine Datei rein und da. Und es, aber es soll doch nur ein neues Team sein. Ja, da eine Datei rein, da eine Datei rein und so weiter. Selbst bei einer einfachen JavaScript-Library. Also vorausgesetzt, man arbeitet sauber mit dem Framework und passt nicht einfach direkt die Dateien des Frameworks selbst an, wie auch ab und zu ja vorkommt. Ja, so, viele verbinden halt mit einem monolithischen Framework direkt, dass es schlecht ist. Es hat viele schlechte Eigenschaften, macht einiges härter, aber es hat auch durchaus einige Vorteile, weil es ist halt, als hätte man einen Standard. Wenn jemand neu reinkommt, dann findet er halt Doku und kann sich relativ schnell zurechtfinden und weiß, wo er was findet. Das heißt, wenn man mit einem Framework sich etwas auskennt und in einem anderen Projekt arbeitet, weiß man direkt, wo man schauen muss, wenn man was Bestimmtes sucht. Meistens. Standards finden wir auch schon an anderen Stellen, zum Beispiel PHP-Files enden mit der Dateiendung .php. Das ist ein Standard, der sich etabliert hat im Vergleich zu früher, wo man durchaus auch noch andere Dateiendungen finden konnte, wie .inc, .php3, .php4. Nein, gab es PHP 4? Ja, gab es. Und PHP 5. Inzwischen hat sich das halt als Standard festgesetzt, nur .php. Und das ist halt eine der Eigenschaften, wie halt auch bei einem monolithischen Framework zu finden sind, dass halt dass so, solche Sachen wie Dateien angelegt werden, fest vorgeschrieben werden. Finden wir jetzt inzwischen auch durch die neuen PSR-Standards für Autoloading auch dort wieder, dass halt festgelegt wird, wie Klassendateien gelagert werden sollen. Ja, aber wie es halt so ist, ein Standard war vielleicht zu einem bestimmten Zeitpunkt eine gute Idee, aber verändert das, was man braucht, verändert sich mit der Zeit. Als Beispiel war lange Zeit Peer ein Standard, um Dinge zu installieren, der letztendlich jetzt abgelöst wurde durch Composer. Peer wurde inzwischen komplett beiseite gelegt. Manchmal muss man halt schauen und sich halt an einen neuen Standard wenden. Und ja, es ist halt wichtig, solche Standards zu beachten, weil man dadurch ist es halt einfacher, mit anderer Software, mit neuer Software zusammenzuarbeiten. So, dass es, wenn man zum Beispiel zwei Frameworks zusammenpackt, nicht eine große Explosion gibt. Wieso man auch immer das machen sollte. Zurück zum eigentlichen Thema. Wieso ist es ein Problem, wenn man also ein monolithisches Framework mit Composer einsetzt? Das Problem ist, dass Composer festsetzt, wo verschiedene Libraries-Pakete installiert werden. Das ist halt für gewöhnlich das Vendor-Verzeichnis und dort dann halt der Vendor-Name und dann der Paketname. Das ist eigentlich schon ein Punkt, auf den man sich nicht verlassen sollte, denn der Part Vendor ist konfigurierbar in Projekt. Das heißt, es kann durchaus Nutzer geben, die ihr Verzeichnis nicht Vendor nennen für Composer. Aber ja, wichtig ist halt, dass ein Verzeichnis, wo das Vendor-Direktory ist und dann zumindest Vendor-Name und Library-Name ist, zumindest vorerst noch Standard, bis sich die Composer-Leute was Neues einfallen lassen. Was ja durchaus noch möglich ist, weil sie ja immer noch im Alpha-Status sind. Ja. Problem mit dem Framework ist halt, dass es außerhalb des eigentlichen Framework-Kontextes liegt. Das heißt, das Framework würde diese Dateien gar nicht finden, diese Module, Plugins, was auch immer man über Composer installieren will. Gegebenenfalls nicht mal das Framework selbst, weil man versucht, das über Composer zu installieren. Ja, und außerdem, man sollte so, wenn man das Framework doch via Composer installiert und es nur ein riesiges Paket ist, man sollte es nicht innerhalb des Vendor-Direktories irgendwie anfassen, weil
Das sind halt gegebenenfalls je nach Umgebung Git-Verzeichnisse und je nach Composer-Kommando werden die komplett resettet, nicht geträgt, die Chain ist. Einfach das Vendor-Verzeichnis nicht anfassen. Ja, mögliche Lösungen, wie man trotzdem via Composer Module installieren kann. Es gibt halt zum einen die Möglichkeit, das Framework anzupassen. Das ist halt statt die alteingeschworenen Pfade stattdessen in den Composer-Verzeichnissen reinschaut. Dann gibt es die Möglichkeit, sämtliche Dateien sich aus den Paketen zusammenzusuchen und in ein neues Verzeichnis zu kopieren. Eine etwas kreativere Lösung wäre, mit Stream-Webern zu arbeiten, der halt im Fall von Includes oder Opens, die zum Beispiel auf Templates-Dateien gehen, sich einhook und die Pfade dann entsprechend in das Composer-Verzeichnis mappt. Und dann noch das GoAOP-Projekt, was einem im Grunde dasselbe wie der erste Punkt ermöglicht, bloß halt ohne die Framework-Dateien direkt anfassen zu müssen. Man kann damit halt jegliche Funktionalität im Framework umschreiben. Ja, was ganz praktisch ist, weil dann man so die Leute dazu bringt, nicht mehr direkt die Framework anzupassen, wenn man irgendwas patchen will. Der Nachteil, dass wenn man dann in ein Projekt reinkommt und davon nichts weiß, absolut keine Ahnung habe, wieso seltsame Dinge passieren. Ja, die eigentlichen Ziele, wenn man halt ein Framework für Composer-Uses anpassen will, ist ja, es soll einfach zu maintain sein, weil wann hat man den Use Case, dass man ein Framework dafür anpassen muss, wenn es der eigentliche Maintainer nicht machen will, aus den verschiedensten Gründen. Ist halt so mit großen Firmen, die Open-Source-Projekte managen, die sind halt manchmal etwas langsam, etwas zögerlich, was neue Techniken angeht. Es dauert manchmal, wie wir in einem anderen Talk gehört haben, bis zu 2 Jahre, bis ein Patch überhaupt im eigentlichen Live-Release ist. Und die Community nimmt halt gerne schneller Dinge in Anspruch, wie Composer. Außerdem will man ja nicht, dass beim nächsten Update direkt alles wieder kaputt ist, weil man schauen muss, was wurde am Framework geändert, muss die Änderung zu übertragen. Und es soll außerdem noch einfach zu sein, von den Usern zu nutzen. Das heißt, ja, man sollte es nicht auf zu komplexe Tools dann als Zwischenschritte setzen. Gehen wir die Punkte mal durch. Oder sehen wir das Ganze mal als ein Spiel. Wir haben, wenn man sich sowas vornimmt, an so einem Projekt zu arbeiten, dann hat man erstmal eine limitierte Zeit, die man überhaupt daran investieren kann. Man kann mal initial häufig nicht so viele Leute dafür begeistern, sich damit anzuschließen, weil entweder haben sie keine Zeit, interessantere Projekte oder glauben gar nicht, dass das so gut funktionieren würde. Oder möglicherweise finden, dass man das doch lieber den eigentlichen Maintainer überlassen sollte, sowas anzupassen. Und die Entscheidung, die man dann trifft, wenn man so ein Projekt halt anfängt, können halt den weiteren Verlauf durchaus beeinflussen. Einige Entscheidungen erhöhen halt die Bereitschaft von Leuten, daran teilzunehmen, weil sie zum Beispiel relativ einfach reinfinden. Und wenn man erstmal jemanden hat, der es nutzt, dann hat man durchaus auch die Chance, ihn dazu zu bewegen, auch den einen oder anderen Patch zu liefern oder Doku zu schreiben. Auf der anderen Seite, wenn man die falschen Entscheidungen trifft, kann sich das auch negativ auswirken, weil man halt die klassischen Probleme mit Software hat. Man hat eine Änderung gemacht, die ist aber nicht so gut zu Ende gedacht, braucht die nächste Änderung noch länger und so verliert man sich dann am Ende nur noch darin, irgendwelche Dinge zu fixen, anstatt weiter am eigentlichen Projekt zu arbeiten. Ja. Und weil es ein Spiel ist, braucht man ja auch irgendeine Weise zu messen, wie erfolgreich ist man. Ja, halt die Zahl der Leute, die sich beteiligen, die Leute, die es nutzen und die offenen Issues, die man hat, sind dann die Minuspunkte. Sieht man zum Beispiel am Composer-Projekt, das hat ja jetzt eine recht hohe Zahl an offenen Issues. Ja, gut.
Ja, den Überblick über die einzelnen Entscheidungen habe ich ja schon grob gegeben. Wenn man sich entscheidet, das Framework direkt zu entsprechend anzupassen, hat man halt das Problem, man braucht erstmal eine sehr gutes Wissen über das Framework selbst. Und gegebenenfalls auch alle, die sich später daran beteiligen sollen, wo man halt dran denken muss. Die Leute, die am ehesten bereit sind, sowas auszuprobieren, sind die Leute, die am wenigsten Ahnung vom Framework haben, weil die halt noch nicht festgelegte Workflows haben und halt am Ausprobieren sind und denken, Composer, das kenne ich von dort, benutzen wir das hier für auch direkt. Dementsprechend ist das dann doch eher negativ, weil wenn sie dann versuchen zu benutzen und irgendwas nicht geht, arbeiten sich tagelang durch, sind frustriert und haben dann am Ende gar keine Lust mehr auf das Projekt. Man braucht eine relativ gute Test-Coverage, wenn man etwas im Kern anfasst, dann will man sicher gehen, dass es am Ende noch funktioniert. Und wenn man dann eine gute Test-Coverage hat, dann sieht man zum Beispiel, gut, ich habe jetzt meine erste Anwendung gemacht, das läuft bei mir, lassen wir mal die Tests laufen. Und sieht, okay, die Tests decken wirklich gut viele Features ab und etwa 60% aller Tests schlagen fehl. Weil man natürlich sehr vieles nicht bedacht hat, sehr viele Workflows nicht bedacht hat, die in dem Framework eigentlich funktionieren sollten. Use Cases wie zum Beispiel, dass man auch etwas anderes als das Default-Team benutzt. Es ist auch klar nicht update-safe, weil sobald vom Framework eine neue Version rauskommt, muss man sämtliche Stellen, die man angepasst hat, überprüfen, gab es da Änderungen und das entsprechend anpassen. Und das frisst nach spätestens dem zweiten Update des Frameworks dann sehr, sehr, sehr viel Zeit. Weil man irgendwann auch einfach keine Lust mehr darauf hat, immer nur dem Framework hinterher zu patchen. Es bleibt einem dann nur nichts anderes übrig, wenn man sich für den Weg eingeschlagen hat. Ja. Leute, die das Framework schon intensiver nutzen, werden eventuell zurückschrecken, weil sie Sorge haben, dass es dann zum Beispiel mit ihrem Modul nicht kompatibel ist oder mit irgendwelchen Modulen, die sie dann eventuell dazu kaufen wollen zu dem Framework. Und das würde dann auch wieder Leute abschrecken. Ja. Etwa alles einfach in ein Zielverzeichnis kopieren. Muss man sich überlegen, wie stellt man dieses Mapping dar? Automatisiert man das? Gibt man Leuten die Chance, selbst was zu definieren? In dem Framework, bei dem ich das umgesetzt hatte, gab es schon ein vorheriges Projekt, was sich diesem angenommen hatte. Das hieß Modman und Nachteil war, es lief nur auf Linux, nicht auf Windows. Vorteil war, es hatte bereits eine ganze Handvoll von Modulen, die das implementiert hatten. Es hatte viele Leute, die das nutzten. Ist ein relativ simples Format gewesen. Pro Zeile zwei Pfade. Einmal den Pfad, von dem kopiert werden soll, und auf der anderen Seite der Zielpfad. Problem dabei war, die Definition war halt über das Kommandozeilen-Kommando Copy. Also CP. Was funktioniert, wenn man nicht bestimmte Kombinationen von Pfaden hat, weil wenn man dann zweimal denselben Copy-Befehl ausführt, kann durchaus etwas Unterschiedliches bei rauskommen, weil ein Verzeichnis existiert, was vorher noch nicht existierte oder umgekehrt. Und das führt dann zu sehr blöden Problemen, die man auch nicht so einfach beheben kann, weil man dann sich überlegen muss, wie sollte es sich denn verhalten? Und eigentlich ist es ja so richtig so, aber es gibt halt nur Leute, die das falsch benutzen. Und dann gibt es halt von Peer die Package.xml, zumindest glaube ich, dass das von Peer ist, was relativ detailliert sämtliche Files eines Peer-Packages auflistet und darüber könnte man theoretisch auch so ein Mapping dann abbilden, was dann halt zum Beispiel das Problem mit diesem Copy-Kommando nicht mehr hat.
Interessant wird es dann, wenn man ein Cleanup dann dazu implementieren will. Weil man hat dann ja nicht nur die Dateien, die man selbst reinkopiert, das Framework legt ja auch selbst Dateien an in verschiedenen Verzeichnissen. Oder man hat halt entsprechend je nach Umgebung Dateien, die man selbst reingelegt hat und die dann nicht gelöscht werden sollen. Das sind dann halt man hat halt einen guten Start und dann später interessante Probleme, die man lösen muss, wenn man diesen Weg wählt. Die anderen beiden Wege wären in einem Spiel erstmal nicht verfügbar, weil das fortgeschrittenere Wege sind und man erstmal erweitertes Wissen darüber braucht und überhaupt erstmal auf die Idee kommen muss, via Streamweber zum Beispiel die Include-Pfade auf Composer-Pfade zu mappen. In meinem Fall kam erst das Go-AOP-Projekt, was mir von jemandem mal vorgeschlagen wurde, dass das ja, da ich mich ja viel mit Composer beschäftige, dass doch cool wäre, das noch dazu zu nehmen. Und das hat halt im Vergleich zum ersten Weg, wie schon genannt, die Vorteile, dass man viele Anpassungen am Framework machen kann, ohne das Framework direkt anpassen zu müssen, was es um einiges safer macht. StreamWebber müsste man mal schauen. Das ist ein Weg, den ich mir selbst noch nicht angeschaut hatte, aber vermutlich sogar der intelligenteste Weg wäre, um als Alternative zu der Copy-Weg. Und hat halt nicht mehr das Problem mit dem Cleanup, aber kann trotzdem entsprechend das alles dann auf die Composer-Pfade mappen, wenn die Datei nicht vorhanden ist. Ja, was ich eben gesagt habe. Ja, und es ist halt manchmal so, man weiß am Anfang nicht alles und man muss halt erstmal das Glück haben, dass jemand einem auf ein bestimmtes Projekt aufmerksam macht, was dann doch auf einmal ganz passend wirkt. Immer ganz praktisch dafür auf Konferenzen und Treffen gehen. Ja, nun der Part mit der Community, der im Abstract erwähnt wurde. Weil, was ist ein Projekt schon wert, wenn man niemanden hat, der es nutzt? Und man hat auch keine Lust, alles selbst zu testen. Ein Weg, der sich für mich da relativ interessant dargestellt hat, ist einfach zu schummeln. In meinem Fall finde Leute, die andere Leute in Trainings haben oder die halt häufig andere Unternehmen beraten. Weil darüber verbreiten sich halt solche Projekte wesentlich schneller, weil die haben halt Leute, die sind neu damit, die noch leicht in neue Tools einführbar sind. Und wenn man sich an die wendet, dann sind die auch häufig sehr dankbar, wenn man den Alternativen zu bisherigen Workflows gibt, die am Ende sogar Zeit sparen. Zum Beispiel ist es bei vielen Frameworks so, dass das Installen von Modulen oder Plugins entweder komplett per Hand beim Runterladen und entsprechend reinkopieren oder es gibt irgendwelche GUI-Tools innerhalb des Frameworks, die dann halt benutzt werden, um neue Module zu installieren. Was dann entsprechend bei GUI-Anwendung bei jedem Modul einzeln das zu installieren relativ langwierig werden kann. Im Vergleich zu einem Konsolenkommando, was man mit einer Composer.json ausführen kann. Außerdem können Sie dann bereits zum Beispiel eine Composer.json vorbereiten. Die Leute brauchen es halt nur noch das Install-Kommando ausführen und haben bereits ein komplett eingerichtetes das Framework so gut wie komplett eingerichtet von den Dateien her. Und die können es halt einfach für sich wiederverwenden, für weitere Module zum Ausprobieren hinzufügen. Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Dass Leute das Projekt nutzen. Weil Nutzer machen immer Probleme. Sie nutzen es auf seltsame Art und Weise. Sie nutzen es, bevor das Projekt überhaupt dazu bereit ist. Und erfinden seltsame Workarounds. Und
Was dann auch passieren könnte, ist, dass so viele Leute es benutzen, dass das eigentliche Unternehmen dahinter quasi von der Community dazu gedrängt wird, dieses Projekt auch zu unterstützen, zu nutzen. Was am Ende dazu führt, das Unternehmen forkt das Projekt, obwohl es eigentlich noch gar nicht dazu bereit wäre und auch gar nicht den Standards des Frameworks oder des Unternehmens entspricht. Ja. Und darüber, das ist ein Punkt, über den man sich früh Gedanken machen sollte, weil dann sämtliche Fehler, die man in dem Projekt gemacht hat oder erstmal beiseite geschoben hat, die von anderen hinzugefügt wurden, sich dann spätestens dort rächen, weil man nicht mehr einfach auf ein neues Projekt, auf eine neue Version pushen kann, weil man dann immer die Angst haben muss, dass man es für jemand anderen kaputt macht und die dann bei dem alten kaputten bleiben, was halt für die funktioniert. Ja, also wenn man auch was wichtig ist, wenn man Libraries oder ein Framework baut, man sollte halt sich nicht auf eine spezifische Verzeichnisstruktur verlassen. Vor allem, wenn es darum geht, Klassen zu laden. Es gibt mit dem PSR einen guten Standard, den sollte man nutzen und man sollte auch nicht vertrauen darauf, dass Composer ewig lebt. Pia hatte jetzt ein langes Leben. Wer weiß, wie lange Composer leben wird, bevor es von nächsten Tool ersetzt wird. Denn auch Composer hat inzwischen eine durchaus sehr komplexe Struktur, die nicht so viele Leute komplett durchschauen von der Funktionalität. Und Composer selbst ist auch recht monolithisch aufgebaut, in Form von, man kann einzelne Teile von Composer nicht einfach wieder verwenden. Wie zum Beispiel einfach mal herausfinden, welche Abhängigkeiten hat ein Paket oder welche Pakete würden auf diese Abhängigkeiten passen. Etwas, was die Kernaufgabe von Composer ist, was du aber nicht ohne Composer komplett auszuführen machen kannst. Außerdem gibt es ja immer noch die Fälle, in denen Leute was irgendwie im globalen Include-Pfad packen oder global installieren. Es soll ja auch immer noch Leute geben, die Peer benutzen. Es soll wohl sogar immer noch Leute geben, die PHP-Unit via Peer installieren. Erwähnte Sebastian letztens mal. Ja, zwei Links, die ich währenddessen noch gelesen hatte. Fertig. Irgendwelche Fragen? Ja, leider kein Pink Fluffy Unicorn bei. Irgendjemand, der nicht zu Tode gelangweilt ist. Zu schnell.